Studio für elektroakustische Musik ist eine Produktionsstätte für alle KünstlerInnen, die in irgendeiner Form mit Strom und Klang arbeiten. Also wir sind sozusagen an der Schnittstelle von allen Künsten und fördern Projekte und Initiativen auf so den Gebieten der digitalen Kunst, performativen Kunst, Klangkunst und allem, was damit zusammenhängt. Das Studio verfügt über drei Räume. Es gibt ein großes Studio mit einem recht umfangreichen Lautsprecher-Setup. Also man kann hier mit insgesamt 22 Kanälen arbeiten, mit 22 Lautsprechern. Es gibt einen Aufnahmeraum, ganz klassisch, und ein kleines Studio, das Gastatelier, das meistens als Regieraum für die Aufnahmen genutzt wird, aber auch für einfache Zweikanalmischungen, Zweikanalprojekte genutzt werden kann. Wir haben hier neben der Standardausstattung eines Studios auch ganz besondere Raritäten, wie zum Beispiel den Nullstrahler von Hermann Scherchen, eine Kugel bestückt mit 32 Lautsprechern, die sich bewegen kann und Klang in den Raum projiziert. Wir haben das Subharcord, einen historischen Synthesizer aus der DDR, von dem es nur noch ganz wenige gibt, und eins dieser wenigen Exemplare steht hier und kann aktiv genutzt werden. Und wir haben auch einen analogen modularen Synthesizer, der eine Spezialanfertigung für das Studio ist aus den 80er Jahren, der auch noch genutzt werden kann. Neben anderen Klassikern der analogen und digitalen Klangsynthese, wie zum Beispiel ein Yamaha DX7. Wir sind natürlich als staatliche Institution ein Experimentierraum, ja, und stellen unsere Infrastruktur und unser Know-how zur Verfügung und fördern und entwickeln auch Projekte, beraten auch in jeglicher Hinsicht alle Projekte, die nicht kommerziell ausgerichtet sind, sozusagen wirklich primär einen künstlerischen Zweck verfolgen.